Runtu Kahu, das Götterkind. In der Gegend von Minesu lebte einmal eine Witwe namens Winuni mit ihrer Tochter Perenkahu. Das Kind war sehr hübsch und der Name Perenkahu, das ist Goldsegel, passte zu ihrem anmutigen Antlitz. Wegen ihrer großen Armut sperrte ihre Mutter sie immer in einem Zimmer oben im Haus ein. Sie befürchtete, viele Menschen könnten zu ihrem Unglück nach ihrer Tochter verlangen, und obwohl die Bewohner des Kampons ihr häufig zuredeten, kümmerte die Mutter sich nicht darum und beharrte fest und entschlossen auf ihre Meinung. Perenkahu durfte nie außer Haus gehen, und es war ihr verboten, mit den Leuten ihres Kampons zu verkehren. Doch wie erstaunt war die Mutter, als sie entdeckte, dass ihre Tochter, die noch nie mit einem anderen Menschen zusammengetroffen war, ein Kind erwartete. Und sie befragte ihre Tochter: »Mein Kind, warum bist du schwanger? Wer ist es, mit dem du verkehrtest?« »Mutter«, war die Antwort der Tochter, »seit einiger Zeit kommt nachts der Gott Suputan hierher. Er ist es, der meine Schwangerschaft verursacht hat.« »Ist wirklich der Gott Suputan dein Gatte?« »Das ist gut. Am kommenden Abend werde ich, um Klarheit zu gewinnen, auf seine Ankunft lauern.« Und als es Abend geworden war, sah Winuni in der Tat den Gott Suputan durch eine Dachluke in das Zimmer von Perenkahu steigen. Jetzt verstand sie, warum ihr Kind schwanger war. Aber sie bedauerte diese Entwicklung nicht. Bald darauf brachte Perenkahu ein Kind zur Welt. Es war ein geschmeidiger, kräftiger Junge, der bei der Geburt und, wie erzählt wird, auch während seines ganzen Lebens nicht weinte. Weil Perenkahus Milch nicht ausreichte, wurde das Kind mit Bananen und frischem Palmsaft gefüttert. Immer schneller wuchs es, sein Körper kräftigte sich und sein Gesicht glänzte. Von seiner Mutter erhielt es den Namen Runtu Kahu, das heißt Goldling. Während das Kind heranwuchs, beherrschte es seine anderen Gefährten. Niemand unter seinen Freunden wagte es, sich seinen Befehlen zu widersetzen. Häufig, wenn Zorn in ihm aufstieg, schlug er Kinder, die größer als er selbst waren. Keiner war stark genug, Faust und Fuß von Runtu Kahu zurückzuhalten. Trotz dieses Verhaltens von Runtu Kahu seinen Gefährten nicht widerwärtig, denn er war zuverlässig und half seinen kleineren und schwachen Freunden gern. Im Klettern war Runtu Kahu unbesiegbar. Zur Obstzeit gab es keinen Garten, der von seinen Angriffen sicher war. Es gab keinen hohen Baum und keinen kleinen Zweig, dessen Früchte er sich nicht griff. Geschicklichkeit und Mut von Runtu Kahu ließen das Dorfoberhaupt neidisch werden, und es verdross ihn zu sehen, wie sich seine Kinder Runtu Kahu immer unterwarfen. Schließlich besprach er sich mit anderen Bewohnern des Kampons, um den Knaben zu töten. Doch einige widersetzten sich und sprachen: »Ist er nicht der Sohn des Gottes Suputan? Und wird das Kampon nicht von Unglück befallen werden?« Doch verscheuchten diese Einwendungen nicht die verbrecherischen Pläne des Dorfoberhauptes und seiner Freunde. Einige Tage später starb Runtu Kahu in einer Schlägerei durch die List und die Ränke des Dorfoberhaupts. Das Oberhaupt, das ihn selbst getötet hatte, gab mit Gefühl vor und veranstaltete ein Mahl zu Ehren des verstorbenen Runtu Kahu. Die Familien von Winuni und Luminaidang, die von der gemeinen List des Kampong-Oberhauptes wussten, beteiligten sich nicht an seiner Feier, deren eigentlicher Anlass die ausgelassene Freude seiner Leute über den Tod von Runtu Kahu war. Eigentlich hätten sie mitfeiern müssen, doch stiegen sie in die Berge, um die Angelegenheit Suputan wahrheitsgemäß vorzutragen. Der Gott Suputan riet ihnen, sich aus dem Dorf Minesu in Sicherheit zu bringen und die Henne von Runtu Kahu mitzunehmen. Wenn diese Henne 9 Eier gelegt habe, könnten sie wieder nach Minesu zurückkehren.
Die Geschlechter von Vinuni und Lumaidang folgten allen Ratschlägen des Gottes Soputan. Schweigend verließen sie das Kampong und ließen ihre Feinde ausgelassen feiernd zurück. Schon bald hatte die Henne von Runtukahu 8 Eier gelegt. Da konnte man sehen, wie der Gott Soputan Feuer, Steine, Sand und heißen Schlamm in die Landschaft von Uineso blies. Der erste Stein fiel auf dem Grab von Runtukahu nieder. Das Grab brach auf und Runtukahu kam dank der Kraft der Götter wieder gesund ins Leben. Runtukahu erkannte die Gefahr und floh zu dem Ort, an dem seine Leute Schutz gesucht hatten. Wie glücklich waren sie, das Götterkind wieder begrüßen zu können. Als die Henne das 9. Ei gelegt hatte, kehrten sie wieder nach Mineso zurück. Sie trafen das Kampong, völlig öde an, so als ob es von einem Garuda vernichtet worden sei. Niemand lebte mehr. Alle waren sie von den Steinen und der heißen Lava, die der Gott Soputan ausgesprüht hatte, getroffen und zerschmettert worden. Die, die zurückkehrten, waren, richteten ihre Häuser wieder auf, lebten anständig weiter und fürchteten den Zorn der Götter. Später wurde Runtukahu zum Oberhaupt des Kampongs erhoben. Mit der Zeit gelangte es ihm, das Kampong zu vergrößern und es zu einer kleinen Herrschaft werden zu lassen. Runtukahu regierte das Gebiet nach Art der Götter, tüchtig, ehrlich und voller Zuneigung zu seinen Untertanen.